Denn sie sagen sich, wenn ich mir das schon alles antun lassen muss, keine andere Chance habe, um kein Seinsverfehlen zu begehen, wenn ich dieses Opulente mit prächtiger Genießensubstanz ausgestatteten Körper erhalten habe, der sich letztlich vergewaltigen lassen muss, der sich hernehmen, sich geben, sich hingeben, sich unterwerfen lassen soll und am Ende dem göttlichen Phallus, dem kindlichen Kaiser und am allerletzten Ende dann in der Substitutionsreihe sogar sich vollständig opfern soll in der Körperkettenreihe. Ja, wenn dem so ist, dann will ich wenigstens dasjenige, was dieses Strukturprinzip an Wissenleibungen bereitgestellt hat, für diese existenzerhaltenden Aufgaben weidlich ausschöpfen. Ich will all das, was von Höllenfahrt zu Himmelwiederauffahrt, von Ekel und Scham zu Triumph und Ehre und Stolz führt, zur Herstellung des wiederguten Namens. Ich will all die Triumphe, die daraus erwachsen, dass die letzte Macht darin besteht, dass nichts von diesen kleinen, opulenten Anhängern mir wirklich schaden können, außer vielleicht der einzige Phallus des Realen. Ich will dasjenige auskosten, was die letztliche Macht darstellt in diesem masochistischen Unterwerfungsspiel. Denn am Ende wird nichts davon mich so beeindrucken können, dass ich nicht obsiege und die letzte Überlebenstriumphe auskosten kann. In Summe alles das, was Schmerz, Ekel, Schleim, Blut, Demütigung, Unterwerfung, Absurdität, Unmöglichkeit darstellt, muss ich umwandeln, kann ich umwandeln in dieser Maskerade zu Triumph, zu Lust, zu Jubilation, zu Jaktation und Jauchzen, zu Protestas, zu Potenz, zu Vorteilhaftigkeit und so weiter, als das sind der Zusammenhänge mehr, die alle sich nur aus dem einzigen masochistischen Konstruktionsspiel seit den Dysfunktionalitäten der Inneneinnistung herleiten und damit dieses ganze menschliche Theater der Verwicklungen aus den Dominanz-Sadismen dann Maso-Obsiegungen zu machen durch die ganze Weltgeschichte hindurch.